Im Sommer, da treffen sich die schönen, reichen und einflussreichen auf Sylt und wollen da entspannen. Höchstens Paparazzi können da mal ein paar kleine Schnappschüsse ergattern. Eigentlich soll die Presse nämlich draußen bleiben. Georg Supanz ist Fotograf und bei ihm, da läuft das ein bisschen anders. Er wird nämlich sogar offiziell eingeladen. Georg Supanz im Rausch der Bilder. Sylter Promis, die sind seine Welt. Wenn sie im Sommer auf die Insel strömen, schnappt er sich seine Kamera und geht auf die Jagd nach Schnappschüssen. Er beliefert Fotoagenturen, Glamour-Magazine und Zeitungen. Stets weiß George, wie ihn seine Freunde nennen, wann etwas auf Sylt passiert. Eines sei ihm aber noch wichtiger, beteuert er. Das liegt mir Wahnsinn auf den Herzen. Die Leute nicht nerven, die Promis und die anderen Leute, die hier auf Sylt sind, die kommen zu uns, wir leben von jedem hier. Deswegen Leute in Ruhe lassen. Und wenn die erlauben, lassen wir die fotografieren. Und wenn nicht, ein Nein ist ein positives Wort. Weil vielleicht haben die heute schlechte Laune und morgen haben die bessere Laune. Und morgen lassen sie fotografieren. Mit der Fotografie hat der gelernte Koch sein Hobby zum Beruf gemacht. Und seinen Beruf lebt er mit seinem Restaurant in Westerland jetzt eher als Hobby aus. Seine Belegschaft sei quasi Teil seiner Familie, meint er. Doch sein wahrer Schatz ist seine Tochter Aurora. Sie lernt in einem sehr renommierten Hotel auf Sylt Gastronomie. Fotografieren reizt sie aber auch, vor allem Promis vor die Kamera zu bekommen. Ich war auch oft schon mit bei ihm, habe auch schon viele Leute kennengelernt. Die sind zum Beispiel, man hält ja nicht so viel von den Prominenten, weil man denkt, dass sie abgehoben sind zum Beispiel. Aber die sind auch alle ganz normal und auch ganz locker drauf, wie wir alle. Also ich finde es schon cool, was er macht. Ja. Ich bin auch sehr stolz auf ihn. Also. Rasch nach Hause, ein Jackett übergezogen. Jetzt geht es für Georges auf zu seiner wahren Berufung. Die Kameraausrüstung liegt immer schussbereit im Wohnzimmer. Wenn die Promi-Fotografie ruft, muss alles andere hinten anstehen. Vor allem jetzt im Sommer ist Georges ständig auf Achse und permanent unter Strom. Doch zu viel wird es ihm nur selten. Zu sehr liebt er den Job, den er sich seit 30 Jahren Stück für Stück aufgebaut hat. Gibt es manchmal Momente, wo man sich selber fragt, ist das, brauchst du das, ist das nötig oder musst du das machen? Aber am Ende der Effekt, ich bin ja gerne mit Menschen zusammen und ich bin wirklich überall eingeladen und man kommt Leuten gerne entgegen. Nö. Wenn das so Stress wäre für mich, dann wäre ich bestimmt aufhören mit einem von den beiden Sachen, Restaurant oder Fotografieren. Viele schwer beschäftigte Menschen zieht es zur Erholung nach Sylt. Wenn etwa Wolfgang Schäuble zum Sommerkonzert nach Keitum anreist, will er nicht unbedingt das Gleiche erleben wie beim Presserummel in Berlin. Und das geht vielen Promis so. Doch irgendwie schafft George es meist, mit ihnen eine Ebene zu finden oder sogar ein recht herzliches Verhältnis aufzubauen. Bildbearbeitung zu Hause auf dem Sofa. Georges kennt kaum eine Pause. Erholen kann er sich mit seiner Familie im Winter. Arbeit geht ja vor. Und Sommer ist ja hart hier. Und man muss das ja einfach mitnehmen. Oder wenn du eingeladen bist, dann machst du Fotos. Kannst du ja nicht jetzt so bescheuert sein und gehst doch nicht dahin. Man freut sich, man trifft sich ja wieder. Und die freuen sich auf die Fotos. An diesem lauen Sommerabend wartet ein Highlight des gesellschaftlichen Lebens auf Sylt auf ihn. Das Krebsessen der Familie Baumann in Kampen. So, genau. Und hi, wie geht's euch denn? Bevor die Gäste kommen, wird erstmal die gesamte Belegschaft fotografiert. Tradition und Anerkennung ihrer Arbeit. Ins rechte Licht wird auch der Gastgeber Manfred Baumann und seine Familie gerückt. Sie zieren sich nicht, wenn die Fotografen ein paar Bilder haben wollen. Es gibt ja immer eine große Gruppe, die im Prinzip sagt, um Gottes Willen keine Fotografen, Privacy. Das ist auch in Ordnung, aber im Laufe der Jahre haben sich so sympathische Vertreter dieser Gruppierung herausgestellt, dass wir nie irgendwie bösartige Kommentare bekommen. Und dann ist es wirklich gut, wenn man sich kennt. Den Gästen, wie etwa der Society-Dame Gabriele Prinzessin zu Leiningen, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf oder natürlich TV-Moderatorin Sabine Christiansen, können entsprechend auch ein paar Fotografen zugemutet werden. Und
in der Leichtigkeit des Sommers ertragen sie sogar ein bisschen Gedränge der ansonsten höchst kollegialen Fotografen. Selbst gestandene Politiker können hier einen Abend mit ihnen leben. Viele kennt man ja auch. Es ist auch ganz nett, manche wiederzusehen, ehrlich gesagt. Ne? Also, manche kennt man ja seit 20 Jahren, begleiten die ein, und das ist auch mal ein großes Hallo. Das ist auch ganz nett. Georges begrüßt alle alten Bekannten entsprechend mit größter Herzlichkeit. Er will ja wiederkommen zum nächsten gesellschaftlichen Event auf Sylt. Mit der Ausbeute des Abends ist er höchst zufrieden. Allerdings, jetzt muss er sich sputen. Nee, jetzt muss ich schon in ein Restaurant. Es ist etwas zu spät geworden. Das heißt, es ist ja schon 9:30. Das war auch nicht mein Plan jetzt gerade. Aber lieber in ein Restaurant gehen, weil noch ein Restaurant voll ist. Das feierliche Essen fängt jetzt erst richtig an. Ganz ohne Fotografen. Denn bei aller Freundschaft, Georges Supans und seine Sylter Promis, sie leben eben doch in ganz verschiedenen Welten.